was dorthin. Zack, zack. Dann haben wir hier 2, 3. 2, 3. Weil ich das fertig habe, solltet ihr übrigens alle wissen, was ich baue. Wenn ihr es nicht ohnehin schon wisst. Zack, zack, zack. Ohne Vorlage, ohne Planung. Das ist jetzt wirklich spontan angelegt hier. Eins zu wenig. Ist auf der Seite noch einer mehr. So, zack. Zack, zack. Dann ist es natürlich unsymmetrisch hier mit dem Boden. Da kann man aber später dann noch was gegen tun. Dann breiten wir das einfach um einen noch. So. Eins, zwei, drei. Nee, so. So. Ich hoffe, man erkennt es auch irgendwie. Da oben ist noch Fackeln drauf. Obwohl, das sollte auch reichen, wenn wir hier Fackeln draufstellen. Ich glaube nicht, dass auf Zäunen Monster spawnen können. Das wäre mir neu. So. Und jetzt das letzte. Ah, da hinten ist ein Creeper gespawnt. Ja, das wird sobald wir hier. Verbindet sich nicht. Ja, aber man erkennt, glaube ich, was es ist. Für die Leute, die schon mal auf dem Kinderspielplatz waren, das ist eine Kinderschaukel. Jetzt könnten wir hier noch eine Rutsche hinbasteln und ein kleines Klettergerüst. Denn das hier wird so eine Art Sandkastenspielplatz für unsere kleinen Nachwuchs-NPCs. Bauen wir jetzt hier ein Klettergerüst hin. So eine Kletterburg quasi. Dann kommt hier noch eine Rutsche oder da hinten die Rutsche dran. Und ich stelle mir jetzt... Ach, wir haben noch eine Craftingbox dabei. Die stelle ich mir dann mal hier hin. So ein Klettergerüst, das darf ja nicht allzu hoch sein. Oder vielmehr allzu dick, das Holz. Dort. Wollen wir jetzt das wirklich noch einen breiter machen? Eigentlich müssten wir's. Ah, das wird ja auch nicht lange dauern. Obwohl, wir haben nur noch wenig Holz dabei, Zeug dabei. Wie heißt das, Sand. Lassen wir es erstmal. So. Gucken wir mal. Nee, hier unten drunter, das ist doof. Das anfangen zu lassen. Dann ziehen wir es lieber hier noch einen raus. Können wir nämlich dann hier die nächste Ebene einsetzen. Ah. Nee. Zack. Oh, was ist denn heute wieder los mit dem Holz? Ich habe das jetzt schon zweimal richtig gesetzt gehabt. Oh. Nee, hier kommt jetzt nichts hin. Hier kommt dann noch eine Treppe hin. Da machen wir noch eine Etage drauf. Hä? Nee. Ja? So? Nee, noch ein höher, bitte. So. Das auch schon einen höher. Das hier ganz weg. So. Zack. Zack. Hängt dann zwar so alles so ein bisschen in der Luft, aber mein Gott.
So. So, jetzt ist doch die Frage, die wir uns stellen, wie baut man denn eine Rutsche in Minecraft? Gute Frage. Nächste Frage. Hops. Ich denke nicht, dass dieses Klettergerüst durch den deutschen TÜV durchkommen wird. Allein hier könnten sich die Kinder so die Fresse brechen. Oh mein Gott, es muss nicht durch den deutschen TÜV durch, es muss durch meinen TÜV durch. Und durch meinen TÜV kommt es durch, weil mein TÜV... Naja, er ist nicht gerade so TÜV-ig. So. Und das hier lassen wir weg. Batsch. War ja klar. So. Da oben kann eh nichts drauf spawnen, weil das der ungerade ist. Also. Naja, ihr wisst, wie ich das meine. Rutsche. Rutsche, Rutsche. Ich würde sagen. Och, nö, oder? Muss ich mich jetzt damit Dreck hochdingsen? Irgendwie ist heute der Wurm drin. Gut, dass wir... So. 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 Jetzt brauchen wir ein paar mehr davon. Und dann können wir dort so eine Treppe quasi als Rutsche machen. Was Besseres fällt mir nicht ein. Ich glaube, was Besseres gibt's auch nicht. Für was Besseres bräuchten wir dreieckige Blöcke. Und dreieckige Blöcke gibt's ja leider nicht. Wäre schön, so richtige Rampen, die man bauen könnte. So, verbinden wir das hier, damit das halbwegs den Sicherheitsbestimmungen entsprechend aussieht. Ach, wir hatten sogar noch einen Stack davon. Egal, wir brauchen eh noch ein bisschen was. So. Hier könnten wir dann noch so einen kleinen Kletterparcours hinmachen. Man kennt das ja. Zack. Ja. Eins. Ist das jetzt schon höher als da? Zack. Dann dort einen hin. Zack. So. 3, hops, dort dann noch einen, ne, das wird nix, 1, 2, 3, ein einziger noch. Dann kürze ich die hier halt runter. Dafür mache ich jetzt keine neuen mehr. 1, 2, 3.
Ich glaube, der ist ein zu weit weg. Zack. Hops. Nee, klappt. Dann könnten wir theoretisch hier neben... Na, lassen wir's. Keine Lust, noch mehr Zeug zu verschwenden dafür. Bleibt's dabei. Ein kleiner Kletterparcours. Und hier kommt jetzt die Sandburg hin, die irgendein Kind dort reingemacht hat. So, das ist eine Sandburg. Ist der Eingang von der Sandburg. Statt Fähnchen setzen wir Fackeln drauf. So, fertig. Und da ist der Kinderspielplatz. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht jetzt noch ein kleines Mäuerchen drumherum, damit die Kinder auch nicht weglaufen. Ist ja immer das, wovor die Eltern am meisten Angst haben, dass die Kinder vom Kinderspielplatz abhauen. So, hier ein Eingang hin. Na, jetzt brauchen wir noch ein paar. So, packen wir das zusammen. 60 Stück. Dich brauche ich hier nicht mehr. Naja. Heute ist nicht mein Tag, merke ich. So schräg, wie ich heute durch die Landschaft laufe, kriege ich nichts Grades gebaut. So. Du auch weg. Dort dran. So, damit haben wir die... damit haben wir die Fläche doch schon ganz gut bebaut. Ah, dieser Mückenstich. Sind jetzt inzwischen auch schon bei 70 Minuten angekommen. Und da hat sich meine Tastatur im Regal verklemmt gehabt. Was haben wir denn noch? Hier haben wir noch ein paar Stöckchen. Davon können wir ein paar mitnehmen. Davon können wir ein paar mitnehmen. So, Fackeln. Ein bisschen Knochenmehl. Denn was wäre so ein Kinderspielplatz so mitten in der Landschaft? Das sieht doch auch öde aus. Da muss jetzt noch ein bisschen Grün hinter. Die Eltern gehen zum Baden an den Badesee. Und die Kinder bleiben in der Sandkiste. Dabei tun doch gerade Kinder so gerne im Wasser herum. So. Legen wir hier ein kleines Wäldchen an. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fackeln kommen erstmal weg. Jetzt kommt das Knochenmehl. Batsch, Nummer 1. Nummer 2, 3, 4, oieiei. 5, 6, 7. Da geht uns das Knochenmehl aus. So ein Mist. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Knochen haben hier unten. Haben wir nämlich da hinter dem Spielplatz dann so ein Gebüsch. Dass man da auch ein bisschen Grünes hat. Hier nicht. Hier haben wir nochmal 11.